Es wird Zeit. Wir Schweine haben jetzt unfassbar lecker, schmeckt so. Wer ist das? Essen bestellt. Jetzt geht's rüber, Leute, zu den absolut wahnsinnigen Food-Neuheiten. Ich habe wirklich sowas von geiles Zeug für euch am Start. Ich habe richtig Bock, Alter. Es ist ein Gemischmasch aus Süßigkeiten aus aller Welt. Ich habe Sachen aus Brasilien, Junge. Aus Brasilien. Kleiner Super-Spoiler. Warte, um euch heiß zu machen hier. Leute, das wird so krass. Sneakers aus Brasilien. Maracuja-Sneakers. Das wird der absolute Knaller. Es ist ein Mischmasch aus deutschen Neuheiten, aber auch aus internationalen Sachen. Erstmal fangen wir an mit einer Süßigkeit, die jeder von euch kennt. Aber es gibt eine Limited Edition davon, und zwar Knickknacks. Ich schwöre es euch, Leute, ich habe die früher so heftig, meftig, jeftig abgefeiert. Ich fand die so heftig geil, die Knickknacks. Früher haben die 1 Euro gekostet. Wisst ihr, wie teuer heutzutage eine Packung ist? 2,50 Euro. Digga, hör auf. Aber Limited Edition, Taco-Style, mexikanische Tex-Mex. Also, falls ihr die gar nicht kennt, das sind einfach Nüsse in... warte, was? Wie soll man das beschreiben? Nüsse in Teig... Nüsse frittiert im Teig, so gesagt. Also einfach so hammerlecker, aber in neuer Geschmacksrichtung, und zwar Tex-Mex. Also Mexikan-Style. Und das schmeckt man. Alter, das schmeckt man richtig krass. Oh, die schmecken richtig scheiße. Oh. Die haben so einen ganz komischen... Es fühlt sich an wie so ein Chili-Pulver, aber es ist nicht scharf. Es schmeckt einfach... Die originalen Knickknacks sind wirklich Bombe. Also richtig lecker schmeckt es. Und die hier... Der Nachgeschmack ist scheiße. Der Nachgeschmack ist furchtbar. Also die Würzung gefällt mir gar nicht. Aber wir gehen weiter rüber. Und zwar die hier, habt ihr bestimmt schon gesehen, die haben echt viel Werbung gemacht. Also Mentos hat super viel Werbung geschaltet auf YouTube. Im Real Life, so Plakate und so ein Scheiß. Mentos hat eine Kooperation mit Fanta. Ich muss sagen, Mentos ist zwar so ein Ding, das ich super selten esse. Wir haben halt drüber geredet, ne? Ist Mentos eigentlich ein Kaugummi oder einfach ein Erfrischungsmund... Ding. Bonbons, ach genau, so ein Bonbon steht hier drauf. Oh. Mm. Oh ja. Oh Gott, ja. Das ist nämlich an meine Kindheit. Ich weiß noch genau, Kreta-Urlaub 2000 irgendwas meiner Mama. Und es war so richtig heiß. Und ich habe dann einfach eine Fanta getrunken, so eine eiskalte Fanta. Und ich schwöre es euch, das war so ein intensiver Geschmack, weil es so unfassbar kalt war. Und der hier, das ist so ein intensiver Fanta-Geschmack. Mm. Oh ja, oh lecker, richtig orangig, richtig frisch, oh lecker. Fanta ist underrated, was sagt ihr Leute? Fanta, underrated oder overrated? Ich muss sagen, ich warte erstmal kurz auf, was ihr schreibt, bevor ich eure Meinung beeinflusse. Schreibt mal kurz in den Chat rein. Overrated, schreibt Prisma. Weder noch, underrated. Also wisst ihr, was richtig geil an Fanta ist? Erstmal ein positives Ding. Fanta gibt es in 1 Trilliarde Sorten. Ja, wirklich, nicht nur in Deutschland, in den asiatischen Räumen ist das so ein beliebtes Getränk, Digga. Das ist, da gibt es Geschmäcker, Fanta mit Penisgeschmack, so lecker, ne? Aber ich muss auch sagen, ich würde mir lieber eine Cola kaufen, anstatt eine Fanta irgendwie. Ich weiß nicht, Fanta war in meiner Kindheit sehr präsent, aber mittlerweile, ich würd sagen, irgendwie so probably rated. Ist es ganz geil, aber ist jetzt auch kein Muss so. Aber ich finde es jetzt auch nicht geistkrank overrated, würde ich sagen. Ich finde so eine kalte Fanta ist auch schon mal richtig geil. Aber eine kalte Cola halt auch, ne? So. Das habe ich heute im Supermarkt gefunden. Das will ich mal kurz euch zeigen. Ich kenne die Marke nicht. Aber ich kann jetzt nicht mal aussprechen, was das ist. Ich schwöre, diese Buchstaben ergeben keinen Sinn. Alorenzos mit extra viel Schokolade. Neu. Caramel and Salt. Die sehen verdammt lecker aus. Und das ist eine neue Sorte. Du machst sie so auf. So. Und sie verstecken sich wieder. Und sie verstecken sich wieder. Uiuiuiui. Okay, ich bin gespannt. Schokoladen überzogen, innen drin Salt-Caramel-Geschmack. Boah. Boah, ich wurde getäuscht. Ich wurde getäuscht. Der erste Geschmack war richtig geil. So richtig so, boah, in meine Fresse. So geiler Schokoladen-Salt-Caramel-Geschmack. Und zur Mitte hin und zum Ende hin, wurde es so richtig... mehlig. Der Anfang war geil, der Abschluss war, ja, sag ich jetzt ehrlich, da hätten die eine festere Struktur machen sollen, dass die Dinger irgendwie knacken oder irgendwie so, dass du mehr kauen musst. Overrated. Oh, wer bist du? Leute, was habe ich denn für Gestalten hier für euch? M&M's, allgemein schon krass. Aber Crunchy Honey Cum. Das heißt, das ist Cum in dein Gesicht. Füllung besteht aus Honig-Kombo und Crunchy Shit. Moment, nein. Wir sind doch keine Höhlenmenschen. So, also. Ah, was bist du denn? Also normale M&M's sehen die aus?
nichts Besonderes, also ganz normale M&M's, ne? Könnt ihr sehen, kleine Kugeln, aber die Füllung, Honiggeschmack. Oh, 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 mm. Oh, 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 ist das gut, oh, ist das gut, oh, das ist so gemein gut, das ist so gemein, du hast so, du hast diesen M&M-Geschmack und plötzlich, ich weiß nicht woher, woher auch immer, kommt so eine Honigschelle, weil man kommt so Honig so in dein Gesicht und so, und dann so eine Wespe in dein Ohr, so, wirklich, oh. Oh, geil! Das hier, Leute, habe ich die ganze Zeit bestellen wollen. Es war aber durchgehend ausverkauft. Und zwar von Maltesser Hot Chocolate. Ich bin nicht ganz sicher, ob das man essen soll oder ob man daraus eine Schokolade machen soll. Also eine heiße Tasse. Ich hoffe mal das Erstere, weil das Zweitere wäre jetzt ein bisschen anstrengend. Seht ihr was? Könnt ihr bitte mal in das Loch euren Finger stecken und ein bisschen dran drehen? Das wäre ganz nice. Ah. Das Kakaopulver. Ich hab eine schwarze Zunge. Lol, wir haben genau heute über Fanta geredet. Jetzt habe ich hier eine Fanta aus... Oh, das könnte Japan oder China sein. Was sagt ihr? Also eine Fanta aus China oder Japan? Wow, die schmeckt echt anders. Ich verarsche euch nicht. Aber jetzt nicht geistkrank anders. Das heißt, es ist Fanta Orange, ne, der ganz klassische Geschmack. Und es ist halt so irgendwie intensiver. Als ob die Orange in meinem Mund so rumkullern würde. Als ob ich eine Orange... Okay, so frisch auch nicht, aber schon auf jeden Fall. Schmeckt ein bisschen geiler. Irgendwie intensiver. Vielleicht mehr Zucker ist drin. Oder mehr Farbstoff. Lol, wie geil ist das denn? Ich habe mir, seriously, Big Candy Spray bestellt. Das ist ein... Nein, wie geil ist das? Ich habe mir schon vergessen, Leute. Ich habe mir die Box hier vor 2 Wochen bestellt. Dann hat die ewig beim Paket-Shop gelegen. Ich habe leider so ein Problem mit meinem Paketboten. Also, ich sag nicht, welche Firma das ist, Leute. Aber ich schwöre, diese eine Paketfirma, jedes Mal, ausnahmslos, ne, wenn ich mir was bei dieser Paketliefer bestelle, die geben das immer ab. Immer aus Prinzip. Die geben das immer ab. Und deswegen haben die Süßigkeiten jetzt auch schon gefühlt 2 Wochen irgendwie da rumgelegen. Und ich habe vergessen, was ich bestellt habe. Aber zum Glück hatten die das noch. Oh, nicht ins Auge. Das schmeckt nach Cherry, also nach Kirsche, aber so ganz, ganz leicht. Ich muss sagen, es hat eher so Ähnlichkeit mit einem Deo. Hat schon was, ne? Stell dir, du bist so draußen unterwegs, bist mit so einem Girl und auf einmal sie sagt so, ey, du stinkst voll aus dem Mund. Und du so, warte kurz. Nein, aber wirklich, hat was. Maracuja. Boah, ich bin ganz gespannt. Ganz gespannt. Boah, der riecht so exotisch, Digga, als ob ich in einem fremden Land wäre. Moment, wir gucken mal, wie er innen drin aussieht. Fokussier. Also innen drin. Auch so eine weiße Schicht hat er. Unten. Oh, ich schwör's euch, Leute, der riecht so exotisch. Der riecht so asozial krass nach Maracuja halt, ne? Oh. Ah. Okay, ich hab probiert, es richtig zu schmecken, Leute. Es schmeckt im ersten Gang wie so ein richtig ganz stinknormaler Snickers. Da dachte ich mir gerade so, oh, scheiße. Und dann habe ich gekaut und dann kam der Maracuja-Geschmack. Und ich schwör's euch, es ist so weird, das zu beschreiben, aber auf der Zunge habe ich Schokolade. Aber oben ist Maracuja. Es ist ganz, 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 ganz komisch, das zu beschreiben gerade. Aber das schmeckt geil. Boah, ich find's geil. Ich bereue es jetzt schon, weil mein Bauch ist voller Schokolade. Dazu dann irgendwie so Puderzucker, dann Nicknacks und jetzt haben wir hier noch... Ich habe auch ein paar Süßigkeiten, aber das hier haben wir gerade bestellt. Und zwar Calorina Reaper. Ist doch angeblich die schärfste Chili der Welt, sagt man zumindest. Und das sind Erdnussflips, allerdings in Calorina Reaper getunkt. Oh, und mit Cheese. Oh, geil. Käse? Käseflips? Nicht Erdnussflips, Käseflips. Oh, geiler Käse. Oh, Schärfe. Aber geiler Käse. Oh, die Schärfe. Oh, aber der Käse! Oh, oh, die sind gemein. Alter, die sind gar nicht nett. Oh, die sagen mir nicht hallo. Die schmecken schon geil, aber die Schärfe ist schon gemein. Oh, die Schärfe ist echt scharf. Oh Gott, was habe ich hier bestellt? Potato Chips mit extremer Schärfe. Alter! Ey, bitte, bitte. Ich möchte nicht mehr. Oh, was tun sie mir an, guter Mann? Oh, oh, oh Gott, guck mal, wie süß die aussehen. Wie so ein Herz. Oh, wie schön.
Also wie schön kann man es, aber guck mal, wie böse Schärfe drauf ist. Mm. Wow. Kartoffel lecker, Schärfe nicht lecker. Mm. Oh, unangenehme Schärfe. Ihr werdet es nicht mehr abkaufen können. Es sind wieder Maltesser, aber mit Karamell gefüllt. Digga. Zweiter Versuch. Dritter Versuch. Nein. Okay. Danke, danke. Oh! Wow! Wow! Oh, die sind so lecker, weil die haben so eine Pufffüllung. Außen hart, innen drin weich. Wie wahrscheinlich viele von euch, ihr Fettsäcke. Und innen drin dieser karamellweiche Geschmack. Mit dieser harten Schokoladenschale. Absolut lecker. Level up. Ich muss sagen, ich habe mir diese Getränke jetzt nur geholt wegen Haptic Rush. Ich schwöre es euch, der hat mich influenced. Der hat die so heftig beworben. Der meinte so, oh, die sind so lecker und so geil. Das sind Hydration Drinks. Also das sind halt, ich muss sagen, Level up. Die haben ja so, wie nennt man das nochmal? Gaming Booster bringen die raus. Und da muss ich sagen, ich finde so Gaming Booster nicht so geil, sage ich ganz ehrlich. Also kommt drauf an, wie die gemacht sind. Wenn die jetzt nur Koffein enthalten und nicht so extrem viel Zucker gepuncht sind, dann finde ich es in Ordnung. Aber ich finde es richtig scheiße, wenn da so extrem viel Zucker reingeballert wird, weil dann ist es am Ende des Tages eigentlich fast nur wie so ein Energy Drink. Wir fangen mal an mit dem hier, Galaxy-Geschmack, der beliebteste Geschmack von Level Up. Boah, Digga, das fühlt sich an wie so ein Wasser, muss ich sagen. Weil es so, also sehr, sehr flüssig, ist nicht dickflüssig oder so. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, Alter. Das hat schon was von Aussehen her. Vom Geschmack her aber, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja, okay, kein Koffein, kein Zucker steht hier extra drauf. Sieht cool aus, aber schmeckt halt, ich weiß nicht mal nach was das schmeckt, wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, ich kann es euch nicht mal sagen. Es schmeckt irgendwie wie so Wasser mit bisschen Geschmack und ja, okay, nett und so, es sieht cool aus, aber es schmeckt irgendwie nach, dann gehen wir direkt mal zu Bubblegum. Bubblegum, sieht, also designmäßig haben die was richtig Geiles rausgehauen. Der erste hat mich jetzt gar nicht umgehauen, ist ja auch nicht schlimm, weil Essen, Trinken ist alles subjektiv. Das ist lila. Das ist pink, damit ihr auch mal was sehen könnt. Nee, das ist gar nicht pink, das ist durchsichtig. Lol, das sieht in der Verpackung so pink aus. Oh, Junge, nein. Oh, nee. Nein. Oh, nee, Digga. Also, es schmeckt so wie... Das Ding ist, was mich gerade stört, ist... Es schmeckt wie Wasser mit Geschmack, aber irgendwie ist der Geschmack so... Nicht so natürlich, weißt du? Nicht so, als ob das Wasser und der Geschmack sich mögen, sondern als ob die so beide gegeneinander kämpfen würden. So, ich weiß nicht, es schmeckt nicht in der Kombination, sag ich ganz ehrlich. Also ich find's nicht geil in der Kombination. Nuke schmeckt nach Tschernobyl. Mm. Warte. Oh. Oh, das ist Nuke-Geschmack, ne? Oh. Oh, warte, ich muss noch mal einen Schluck nehmen davon. Warte. Ey! Oh, warte, was ist das? Oh, warte. Tactical Nuke incoming! Och du Scheiße! Oh, nein, also, der ist am besten von allen, sag ich ganz ehrlich. Der schmeckt am fruchtigsten. Der hat so einen Fruchtgeschmack, so ein bisschen wässrig und so. Der hat schon auf jeden Fall mehr was. Dann haben wir noch den hier, doppelt lecker, von Gustavo Gusto. Gustavo Gusto ist ein Pizza-Unternehmen. Allerdings haben sie jetzt getraut, Eis rauszubringen mit Schoko-Brownie und Vanille-Karamell. Oh, also du hast hier ein bisschen Brownie. Was habe ich hier? Brownie plus Vanille-Karamell. Ich bin ein absoluter Eisfreund. Okay, die Scheiße ist ein bisschen geschmolzen schon. Aber jeder, ich kann es euch allen nur empfehlen, Leute, wenn ihr ein Eis isst, dann esst das bitte mit unfassbar angeschmolzenen Aromen, weil angeschmolzen schmeckt das Eis am besten. Oh, ja. Oh, das ist doch mal so richtig schön. Oh, so ein geiler Brownie-Geschmack. Richtig intensiv schokoladig. Mh, kleine Stückchen. Mh, kleine leckere Stückchen, Karamellstückchen. Oh, lecker, lecker, lecker. Mh, mh, mh. Oh, geil, kleine Brownie-Stückchen. Kleine Karamellstückchen. Mh. Oh ja. Verpackung, Design gefällt mir. Und Geschmack innen drin ist ultra lecker. Ihr kriegt Snickers Bacon Edition. Oh ja, das wird absolut lecker. Mit Karamell und Bacon. Sieht ganz normal aus. Nichts Spezielles. Ich öffne mal in der Mitte. Oh, hier sieht's anders aus. Auf jeden Fall, hier seht ihr, innen drin, es sieht ein bisschen milchig aus. Wie riecht es? Oh, es riecht wirklich nach Bacon. Bacon Karamell. Okay, ich muss sagen, ich finde das wirklich verrückt. Bacon und Karamell zu mischen kann eigentlich nur eine Scheißidee werden.
Boah. Ein ganz starker Bacon-Geschmack erst am Anfang. Oh, boah. Ah. Oh, Junge. Oh, das ist hart. Oh, das ist hart. Das ist hart, Digga. Oh, Junge. Oh, das könnt ihr nicht machen. Nein. Ich liebe es, dass immer wieder neue Sachen reinkommen, ne? Dass immer wieder Firmen sich trauen, verrückte Sachen zu machen. Wie ein Snickers mit Bacon. Aber der schmeckt richtig scheiße. Also wirklich, das schmeckt so unpassend. Das ist so, als ob du Schokolade hättest, eine Schokoladentafel, und Bacon drumrum wickeln würdest. Das passt überhaupt nicht, Digga. Das ist so, als ob ich Schminkvideos machen würde. Das wäre erfolgreich, aber es würde nicht passen. Deswegen, oh nee. Oh, das schmeckt ganz falsch. Das schmeckt so gar nicht lecker. Und mit jedem Biss, den du nimmst, wird es immer mehr, kommt immer mehr der Bacon-Geschmack, der sich entfaltet. Oh, gar nicht gut, Digga. Ganz schlimm.